Darin liegt eigentlich der größte politische Fehler eigentlich, dass das eigentlich von deren Seite so entstanden ist, dass dieses Bewusstsein jetzt so stark wächst bei euch. Und das ist sehr schön zu spüren. Das muss ich mal als Statement von meiner Seite abgeben. Ja gut, als vor 2 Jahren natürlich die Unterschriftenaktion da war, 67.000, und man hat es einfach ignoriert. Ich glaube, das war das Dilemma. Hätte der Schuster vor 2 Jahren reagiert und hätte das zur Kenntnis genommen und nicht am nächsten Tag einfach zu sagen, ihr habt einen Formfehler begangen, es geht nicht mehr, wir schmeißen ins Papierkorb. Ich denke, das war politisch gesehen eine Katastrophe. Okay. Das geht jetzt nach hinten los. Die hätten ohne weiteres, hätte man den Dialog von Seiten der Politik früher gefunden, dann wäre die Sache in dieser Form nicht so, hätte wahrscheinlich nicht diesen Ausdruck gefunden. Die Gewalteskalation, das muss ich sagen, ist letzte Woche Donnerstag eindeutig von Seiten der Obrigkeit, von der Polizei ausgegangen. Die Schüler waren es mit Sicherheit nicht. Es war auch so, dass einige zivil gekleidete Polizisten sich auf einmal solche entpoppten. Das habe ich auch gesehen. Die sind im Laufen, haben die während des Laufens Westen rausgezogen, auf die Polizei drauf stand, sind in die Büsche, wo Schüler auf die Bäume klettern wollten, und haben die brutalste rausgezogen. Fast gevierteilt. 2, 3 Polizisten auf einen Schüler drauf. Ich sage, Leute, das Mittel der Verhältnismäßigkeit steht in keinem Verhältnis zu dem, was hier passiert. Das sind Kinder, das sind Jugendliche, das sind Friedliche. Die wollen wirklich nur das erste Mal dabei sein und sowas zu erleben, dass man auch wirklich eine Möglichkeit hat, seine Meinung zum Ausdruck zu bringen. Und die entpuppen sich als Polizisten und ziehen sie aus dem Büschen raus. Also es war nicht schön. Überhaupt nicht. Also da drängt sich jetzt mir eine Frage auf, die ich schon die ganze Zeit jetzt stellen wollte. Weil ich habe jetzt schon viele dieser Gespräche geführt in den letzten Tagen, letztes Wochenende und jetzt einfach in letzter Zeit. Und mir hat sich einfach ein Bild aufgedrängt. Kannst mich gerne korrigieren, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe. Für mich scheint das so, als ob dieses ganze Ding, was an dem Donnerstag gelaufen ist, nicht zufällig gelaufen ist, sondern irgendwo bis zu einem gewissen Grad bewusst so inszeniert war. Ich sage auch warum. Erst die Schüler zusammendreschen, dann die Rentner zusammendreschen, am Abend die Bäume fällen. Ich finde, das war dann der Höhepunkt der ganzen Geschichte. Vor den Augen der Leute, nicht nur das Schwachholz, die Äste zu schreddern, sondern die ganzen Baumstämme durch die Schredder durchzujagen. Das macht kein Mensch. Das sind Sachen, die viele Frauen hier gerade, auch ältere Frauen, sehr tief verletzt haben. Ich habe gerade mit einer Frau gesprochen, die hatte Tränen in den Augen. Und das zeigt mir so aus den Gesprächen, dass das wohl anscheinend schon irgendwo so ein bisschen eine Staatsinszenierung war von Gewalt und von Macht, um den Bürger zu sagen, kommt ihr nicht mehr in den Park. Und umso beeindruckender finde ich, das hätte die Merkel wissen müssen, dass die Schwaben halt, wenn die Schwaben auf die Straße gehen, und ich sage es jetzt mal ganz direkt mein Empfinden, am nächsten Tag waren 100.000 da. Das ist eine Antwort für mich, eine politische Antwort auch. Und ich bin ganz stolz auf euch und ich hoffe, ihr macht weiter. Und wir werden versuchen, mit unseren Möglichkeiten euch so weit wie möglich zu begleiten, das aufzunehmen und alles ungeschnitten ins Internet zu stellen. Das ist unser Anspruch. Und wie gesagt, wir kommen aus der Schweiz, sind wir ein bisschen nicht so angreifbar. Vielleicht die Leute, die hier in Deutschland ausagieren. Und die Sachen können auch nicht gelöscht werden. Die Erfahrungen, die jetzt die Leute hier andauernd gemacht haben im Internet, dass die Sachen einfach verschwinden auf wunderliche Weise und der Masse nicht mehr zur Verfügung stehen. Also ich glaube, dass Demokratie jetzt die Chance hat, demokratisch zu werden. Hoffen wir. Das ist doch die Chance besteht. Sie schütteln den Kopf, also ich bin davon überzeugt. Also nicht, ich habe den Kopf geschüttelt. Nein. Wir haben noch andere Leute stehen, das kann die Kamera nicht bringen jetzt. Also die Chance ist einfach da und ich glaube einfach, dass gewisse Begriffe neu definiert werden müssen. Das ist sicherlich auch Staat, doch das ist auch die Form der Mündigkeit, was man neu sich anschauen muss und natürlich auch so etwas wie Wahlen. Und auch dazwischen, wenn solche Entscheidungen wirklich anstehen, dass man sagt, okay, wir haben ein Großprojekt oder andere Projekte, dass der Bürger früh genug wirklich wahrheitsgemäß informiert wird. Und die Form, ja, welche Wahrheit ist denn überhaupt die Wahrheit? Darum geht es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr, dass sich jeder hier seine Wahrheit irgendwo zurechtmogelt, sondern bei solchen Entscheidungen, dass es wirklich auf den Tisch kommt. Geißler halte ich für einen absolut Top-Mann. Wirklich jemand, der wirklich fähig ist aufgrund seines Alters, seiner Erfahrung. Ich bin selbst kein CDU-Anhänger, aber trotz alledem, ich glaube, dass er wirklich der richtige Mann dafür ist. Aber er sagt auch, es muss wirklich alles auf den Tisch. Und das, was jetzt durch diese Form, ich bin seit Januar regelmäßig dabei, hier sukzessive uns an Wahrheiten jetzt wirklich offengelegt wird, das ist schon erstaunlich. Und wenn hier unsere Umweltministerin Gönner sagt, auf die Frage, ja, haben Sie denn überhaupt, wenn alles fertig ist, einen Fahrplan? Und sie antwortet, ja, das werden wir dann mal sehen. Wie das dann sich auch, also ganz ehrlich, wenn man so in dieser Form solche politisch Verantwortlichen hat, dann ist es wirklich irgendwie schon Abend dran. Ganz ehrlich, wir können da gerne drüber diskutieren. Würde ich so mein tägliches Leben bestreiten, immer irgendwo mal schauen, mal gucken,
was bei rauskommt. Ich muss doch wirklich planen, organisieren. Und was jetzt bei der Tunnelgeschichte rauskommt, keine Signalanlagen, keine Oberleitung, da fragt man sich, was soll das? Ja, echt? Oberleitung? Ja, natürlich. Ja, die fahren die Züge bei der Bahn jetzt haben, mit freier Energie? Moment, das soll technisch sein wie bei der Märklin-Bahn. Der Stromabnehmer soll in den Gleisen liegen. Das kostet nochmal Umrüstung, 300.000 wird gesagt, pro Lok. Und damit die S-Bahn auch fahren kann, die muss auch umgerüstet werden. Schauen Sie, das sind alles Dinge, da fragt man sich, Menschenskinder. Ich habe mit meinem Sohn mal eine Eisenbahn gebaut, Merkel. Da haben wir genauso gemacht, jetzt bauen wir mal aus Styropor einen Tunnel mit Gips. Jetzt wollen wir gucken, was bei rauskommt. Aber der war halt 6 Jahre alt und ich habe auch keine Ahnung gehabt. Aber so kommt mir das vor. Als wenn wir irgendwo anfangen, ja, wie Merkel, ich mach's mal. Und einige, das wissen wir, es geht um Immobilie. Und das ist genau das A und O. Und da will ich nicht wissen, was wirklich noch alles dahinter steht. Naja, man kann das auch noch ganz anders beleuchten, das ganze Thema. Ich weiß nicht, möchten Sie da eine Diskussion teilnehmen? Möchten Sie vor die Kamera oder? Ja, wollen Sie? Also, zu der Aussage, dass wir die Demokratie hier erreichen können, müssen wir austauschen. Wenn jemand Informationen in Form von Gutachten hat, die Information entweder nicht liest, das Gutachten, oder nicht versteht, dann muss er weg. Und zwar sehr schnell. An jedem Arbeitsplatz, in jeder Schule, das Kind geht in den Kindergarten, wenn es nicht pünktlich kommt, bekommt es einen Rüffel, weil es die Gruppe stört. Das Kind kommt in die Schule, muss einen Leistungsnachweis bringen, sonst wird es nicht versetzt. Wenn dieses Kind nach dem Studium die Politikerlaufbahn einschlägt, und es ist Politik und Richterei, vor allem Richter, gehört in eine Kaste, wenn die Fehler machen, das spielt keine Rolle. Die dürfen im Amt bleiben. Und die Information und die Fähigkeit, die Kompetenz ist nicht gefragt. Nur Fehlerstimmen. Und wo keine Moral da ist, wo die Ethik nicht da ist, da gebe ich Ihnen recht, muss der Kopf raus und zwar sofort. Ist doch klar. Keine zweite Chance. Eben. Und das Schöne ist einfach, dass wir von der Generation her das anders erlebt haben. Das haben wir schon, aber die Jugendlichen eben noch nie. Und da ist einfach die Hoffnung. Es ist doch, wir sind doch hier, nicht weil wir in 30 Jahren den Bahnhof sehen wollen. Das ist doch nicht unser Anspruch. Es geht doch darum, dass die Jugendlichen jetzt endlich mal die Chance haben, aus den Erfahrungen, die wir hatten, aus den späten 80er, aber ich habe zumindest als Kleinkind die 68er mitgekriegt von meinen Eltern. Und auch die Diskussion, auch in den 70er Jahren, auch die Grünen, die sich damals formiert haben, aus der 68er Bewegung. Und die Chance ist doch jetzt gegeben. Deswegen bin ich umsonst, also ich mache mir Spaß, mit den Schülern darüber zu reden, weil es ihre Zukunft ist. Und sie müssen jetzt aktiv werden. Nicht, wenn ich als 80-, 90-Jähriger irgendwo da sitze und durch die Gegend geschoben werde. Das ist mir dann egal. Aber jetzt ist die Chance da. Und da finde ich als einfach eine Form, wenn man überhaupt Demokratie vermitteln will, dann jetzt. Und zwar lebendig. Lebendig gelebte Demokratie. Und das ist das Schönste überhaupt. Und das kann man erreichen. Schauen Sie, diese ganze friedliche, das ist so eine Atmosphäre, was uns alle irgendwo auch berührt. Ja. Das hat es vorher nicht gegeben. Ja. Die letzte große Schülerdemo in Deutschland, das war zum Golfkrieg 91. Und dann war erstmal Pause. Und das schon über 20 Jahre bald her. Richtig. Nur, die Schüler haben hier was erlebt. Demokratie auf dem Papier, Rechtsstaat auf dem Papier. Sie haben eine genehmigte, von diesem System genehmigte Demonstration und wurden hier dann zusammengeschlagen. Oder mit Wasserwerfer, mit Pfefferspray. Ein Moment. Diese Erfahrung muss man den Schülern zukommen lassen, weil die Eltern geben sie ihnen nicht. Und jetzt die Lehrerin an Pranger zu stellen, der, wo das macht, der kehrt, ich sag's jetzt nicht, der kehrt einfach weg. Haben Sie vollkommen recht, wir sind freiwillig da gewesen, aber ich habe danach stundenlang mit meinen Abiturienten aufgearbeitet. Völlig klar, und was sehe ich? Ich habe sie heute hier wieder gesehen. Und die sind freudig wieder dabei. Darum geht's ja, das sind negative Erfahrungen. Aber jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, wie Vogelstrauß, sondern oben bleiben, gell? Genau. Einfach oben bleiben. Und da, um diese Form der Moral. Und wenn Sie merken, dass da einfach auch erwachsene, ältere Leute dahinter stehen und Sie im Grunde genommen eigentlich stärken in diesem kleinen Pflänzchen, was da wirklich Demokratieverständnis heißt und nicht da den Kübel raus und drauf. Ich glaube, das ist das, was hier an. Schauen Sie sich doch hier an. Es sind viele, viele Jugendliche da. Jüngere. Und die kommen, weil sie die Erfahrung gemacht haben, kommen sie eben nochmal und sagen, jetzt erst recht. Und wenn sowas kommt, ja, wie dann irgendwo dahingestellt, Baustopp, nee, es geht alles weiter, dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen für jeden Mitdemonstranten, der hier ist. Deswegen bin ich auch hier. Wenn die ein bisschen einlenken würden, es gibt Alternativen. Schauen Sie, wir haben noch alle Zeit der Welt. Im Durchschnitt wird der Mensch heute 90 Jahre alt, 80, 90 Jahre.
Der wird bis seinem 67. Lebensjahr arbeiten. Warum muss man denn jetzt hier alles in dieser kurzen Zeit durchprügeln? Die haben noch alle Zeit der Welt. Solche Dinge auch zu diskutieren, wirklich damit auf die Straße zu gehen, das Geld vielleicht anders einzusetzen. Ja, verstehen Sie, es sind doch ganz andere Fragen, die heute im 21. Jahrhundert gestellt werden. Also es geht um Moral, Ethik und vor allen Dingen auch eine neue Wirtschaftsethik. Hier wird ja sofort argumentiert, ja, wir müssen, das sind ja 10.000 von Arbeitsplätzen. Aber bitteschön, dann ist das Projekt zu Ende, dann kommt das nächste, wieder 10.000. Und irgendwann haben wir Deutschland hier zubetoniert oder sind auf der Erde oder irgendwas anderes. Das ist doch Unsinn. Ja, es geht auch um was ganz anderes. Wir haben gerade mit einem Wirtschaftsfachmann gesprochen, gerade ein Interview gemacht. Und ich habe ihn gefragt, als Bürger, wie ich das empfinde. Also ich habe ihn gefragt, um was geht es? Geht es um den Bahnhof oder um was geht es eigentlich? Also mein Empfinden ist, dass es einfach nur um das Kapital geht in dem Moment. Und zwar aus folgendem Grund. Ich erkläre es kurz. 2008 war diese Abwrackprämie, haben sie alle Autos gekauft. Im Moment braucht keiner mehr Autos, weil alle haben neue Autos oder die fahren noch und kauft sich kaum einer ein Auto. Also die Leute verschulden sich nicht wegen Autos. Häuser bauen sie auch nicht im Moment. Also sie verschulden sich auch nicht wegen Häusern. Das heißt, das Verschuldungspotenzial ist zu gering im Moment. Das heißt, in der Krise, wenn die Leute das Geld zusammenhalten, muss der Staat große Projekte machen. Und jetzt kommen wir dahin, woran es liegt. Warte ganz kurz. Das liegt am Geldsystem. Der Ursprung liegt einfach im Geldsystem. Die Sache dabei ist die, Geld, das Geld, was du in der Tasche hast, was ich in der Tasche habe, entsteht nur aus Schulden. Und wenn keine Schulden gemacht werden, entsteht auch kein neues Geld. Das ist der ganze Trick an der Sache. Wir leben einfach in einem zinsbelasteten Schuld-Geldsystem. Was rein rechnerisch, hat mir gerade ein Wirtschaftsmann bestätigt, vor einer halben Stunde habe ich da vorne ein Interview geführt. Dass dieses System kollabiert, je nach Zinssatz, zwischen alle 60 bis 75 Jahre. Das ist Mathematik, das kann jeder Schüler. Das können deine Schüler wahrscheinlich in der 11. Klasse oder in der 10. ausrechnen. Ja, und das wissen die auch. Und das ist das Problem. Und warum haben sie diese ganzen Neuverschuldungen mit den Staaten gemacht? Weil sie brauchen neue Schulden. Die Häuslerbauer sind ausgefallen, die fallen alle aus. Und deswegen brauchen sie den scheiß Bahnhof. Die könnten euch auch einen Atomkühler unten hinbauen, das wäre völlig egal. Also, mit der Lenin-Geschichte vor 2 Jahren ist es eingeläutet. Da ist diese Form von Wirtschaft nicht mehr aktuell, die ist so nicht mehr lebbar. Ja, es sind Probleme der dritten Welt und wenn wir genauso weiterfahren, die ganze Geschichte auch für die Generation, ist es verloren. Das heißt, wir müssen irgendwo umdenken. Ich will jetzt nicht in Marxismus oder irgendwas anderes hören. Überhaupt nicht. Ich glaube einfach, dass es um eine Wirtschaftsethik geht. Und zwar wirklich, ich habe nichts gegen Millionäre, warum auch? Sollen sie Millionen verdienen? Aber es wird fraglich, wenn Leute auf einmal ein Vielfaches von dem angeblich verdienen. Das steht in keiner Relation zu einem Beamten, zum mittleren Dienst oder zu Leuten, die irgendwo auch nur über die Runden kommen wollen. Ja, oder was wir auch hier leidtragend haben mit Hartz IV. Wir müssen hier nur, der Wirtschaftsexperte hat recht. Aber es führt einfach nicht weiter. Es ist eine Sackgasse. Ja, die Sackgasse ist die Sackgasse, ist aber, das ist das, was er auch rüberbringen wollte, meine ich jetzt mal, oder zumindest was ich rüberbringen will, da kann ich zumindest sagen. Also es ist eine ganz klare Geschichte, dass wir aufhören müssen, an Kleinigkeiten rumzudoktern. Wenn wir erkannt haben, dass das ganze System, so wie sie es uns aufgedrückt haben, einfach nicht funktioniert. Das ist nun mal Fakt. Und wenn die Deutschen mir sagen, ich bin selber Deutscher, aber wenn ich hierher komme, ja, ein halbes Jahr arbeiten wir nur für die Steuern, dann sage ich mittlerweile, ey, das ist Bullshit. Du arbeitest nicht für die Steuern. Du arbeitest ein halbes Jahr für die Banken. Weil es wird ja kein Schuldendienst geleistet, es werden ja nur die Zinsen bezahlt. Es wird ja nicht getilgt. Ich glaube, das ist ein weiter Weg, bis diese Erkenntnis da ist. Ich glaube, das muss man Schritt für Schritt machen. Und Stuttgart 21 ist ein der Schritt, erste Schritt, ein Schritt möglicherweise in die richtige Richtung. Genau. Das wird man sehen. Aber die Chance ist da. Ich finde das absolut super. Ich bin hoffnungsfroh, dass die Jugendlichen für sich etwas erleben, was sie auch trägt. Auch später diese Möglichkeit entwickeln und sagen, nein, positiv nein. Es geht den Jungs destruktiv. Das ist halt toll. Wenn irgendwo gesagt wurde in den 60er Jahren, Leute, lasst das Blödsinn rein, kommt da runter, reiht euch ein. Da wird dann hier einfach ganz anders skandiert. Wir sind Stuttgarter, wir seid ihr. Wir wollen was anderes. Das ist ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und das ist es halt. Das gab es früher in der Form nicht. Genau. Da wurde es politisch irgendwo forciert und lanciert in eine Richtung gedrängt. Und das, was wir jetzt haben, ist ein ganz anderes Thema. Es sind hier alle Generationen. Ja. Und jeder